Nina Betschart und Tanja Höberli, Quicklein-Markenbotschafterinnen, willkommen zu «Ich oder du». Tanja oder Nina, wer telefoniert häufiger? Wer schreibt mehr WhatsApp-Nachrichten? Nein, sorry, Nina. Ja. Wie Nina, ich weiss genau, was Nina mir schreibt, dann tut es einfach 100 Mal vibrieren, weil einfach jedes Wort und jedes Satz wird geschickt. Ja. Oh. Ja, das ist mir nicht so bewusst, aber ja, ich schreibe gern und viel. Wer überkommt mehr Push-Nachrichten auf dem Smartphone? Nein! Wer braucht von euch mehr Emojis? Ja, ich kann nicht mehr ganz viel kommunizieren. Ja. Wer von euch macht mehr Fotos? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt. Ja. Wer postet denn mehr auf Social Media? Vor allem meine Stories. Also ich bin spontan, würde ich gerne mal eine Story mehr posten als Nina. Wer von euch beiden hält es länger aus ohne Smartphone? Ich lasse ab und zu mal bewusst so ein bisschen daheim. Ich nicht. Wer ist denn von euch der Selfie-Profi? Ah. Nein, ich bin Anti-Selfie-Profi. Ich finde, du machst das recht gut. Wenn wir jetzt so Selfie oder so machen, finde ich, ich habe halt die lange Arme. Ja, ja, aber jetzt, du bist die einzige Person, die ich Selfie mache. Sonst, ich mache nie Selfies von mir allein. Wann dann mache ich Selfie mit irgendjemandem zusammen? Ja, aber dann finde ich, ist Tanne ganz klar Selfie. Wer von euch beiden hat mehr Apps installiert auf dem Smartphone? Ui. Ich tue regelmäßig wieder so ein bisschen deinstallieren, die ich nicht brauche. Okay, dann habe ich wahrscheinlich mehr. Wer hat jetzt nach «Ich oder du» von Quickline noch mehr Akku auf dem Smartphone? Ich sage du, weil ich habe mein Akkuladegerät bei meinen Eltern und ich habe jetzt so ein Akkuladegerät, das ewig geht zum Aufladen und ich schaffe es nicht mehr über 50%. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, du, weil ich mein Handy nicht aufgeladen habe. Aber 49 kann ich. 49, ich habe weniger. Aber ich muss da rein schauen. 30. Ah, okay, ich bin fast. Und die Übereinstimmung von euch im Bereich Mobile, die ist 60%. Ah, okay, über die Hälfte. Eine andere Stärke. Ja, würde ich sagen.